So, die Scheiße, die jetzt kommt, die ist richtig, richtig übel gewesen. Da kann ich mich nämlich noch ziemlich genau dran erinnern, dass ich aktuell spiele und nicht Christian, weil ich da massiv versagt habe. Ich habe da erst hochgeguckt, habe mir die Sachen geschnappt und habe mir dann gedacht, okay, vielleicht ist es ja eine gute Idee, sich hier einfach dran vorbei zu sneaken. Bin einfach mal eine Runde schwimmen gegangen. Und schon wurde ich gesehen. Und ja, ich wurde genau gesehen. Da gibt's auf die Omme. Und da bin ich das erste Mal gestorben. Ich kann euch jetzt schon verraten, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Schade ist, dass ich zu dem Zeitpunkt noch keine Waffe hatte, weil von da oben, wo ich gerade stand, wäre es eine ganz schöne Position gewesen, wenn man beispielsweise einen Sniper wäre, da sehr, sehr schön gewesen. Aber nein, einen Sniper hatte ich nicht. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, versuche ich nochmal den Sneaky Weg oder haue ich direkt voll drauf? Oh Gott, ich wusste nicht mehr, wie ich das mache mit dem Pass. Ich wusste nicht mehr, wie ich das werf. Ah, und dann habe ich es sogar hingekriegt. Das wusste ich gar nicht mehr. Das Problem ist, es war jetzt einer von wahrscheinlich 8 Milliarden, die mich jetzt ins Visier nehmen. So hat sich zumindest angefühlt. Da ist auch wieder so eine geile Granatenaktion gewesen. Wisst ihr, wie ich töte den da oben, der gerade versucht, eine Granate zu werfen. Die Granate fliegt auf die beiden da unten. Sowas finde ich geil. Weil das unerwartet ist. Und jetzt fällt mir erst auf, dass da oben so ein verkacktes Geschütz ist, das auf mich schießt. Das macht die ganze Sache natürlich noch tausendmal schwieriger, als wenn es einfach jetzt hier ganz normale Söldner wären, die ich hätte töten müssen. Ja, und ich laufe natürlich voll rein, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber es hat ja tatsächlich sogar funktioniert, was mich gerade ein bisschen wundert. Wir haben auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, nämlich. Der ist aber auch hoch genug für uns zumindest gewesen. Vielleicht ist das Spiel da einfach zu unfair oder wir zu unfähig. Jetzt hat sich der Typ dann an sich selber weggeballert mit seiner Granate. Da haben wir überhaupt nichts dran gemacht. Das ist noch das Geilste hier. Wobei auch in manchen Tests... Oh, da kam die fette Granate angeflogen. In manchen Tests stand, dass Uncharted 3 zu viele Szenen hatte, wo man rumprobieren musste, so Frustmomente. Und dieses, was wir jetzt hier vor uns haben, was einige Minuten dauern wird, das war echt frustig, ohne Scheiß. Wir haben uns da gar nicht so blöd angestellt haben am Anfang, merke ich gerade. Wir haben echt viele auseinandergenommen. Da springe ich doch der Granate hinterher, auch geil. Aber das war nicht der letzte Run. Witzig ist, gerade ist die Folge 54 von unserer Minecraft Season 5 online gegangen. Ja, wir haben Sonntagabend um 20 Uhr. Und das war eine sehr, sehr spezielle Folge für uns und ich freue mich schon so auf die Kommentare. Ich liebe sowieso Kommentare zu sehen. Ich weiß, ich bin einer, ich müsste mich eigentlich dafür schämen, dass ich so wenig antworte. Aber, man muss echt mal bedenken, viel Zeit es in Anspruch nimmt, diese Anzahl an Videos zu veröffentlichen, die wir täglich veröffentlichen. Wenn ich jetzt auch noch irgendwie dauernd Kommentare beantworten würde, dann würde ich viel weniger, dann könnten wir das gar nicht so schaffen. Und da haben wir das Maul gekriegt. Und da sind wir gestorben, genau. Das war richtig arschlochmäßig, richtig arschlochmäßig. Wir werden aus dem Nahkampf genommen, weil direkt neben uns sowas explodiert ist. Der Typ, gegen den wir kämpfen, den hat das überhaupt nicht interessiert. Und der nimmt dann seine Shotgun und ballert uns sofort weg. Das Schöne ist, wir sind jetzt ein bisschen später gerespawnt, nicht mehr da ganz oben, was ganz angenehm ist. Ich weiß allerdings nicht, warum man da einen Checkpoint gesetzt hat. Man jetzt aber erstmal, keine Ahnung, 20 Minuten spielen muss bis zum nächsten Checkpoint. Das Geschütz da oben ist natürlich das Problem Nummer Uno, klar.
Und da wartet schon direkt das zweite Geschütz. Und ich wusste nicht so genau, was ich tun soll, deswegen bin ich einfach mal eine Runde geschwommen. Und bin da nicht hochgekommen, weil da so ein komischer Vorsprung war. Und dann hat mich sehr gefreut. Eine RPG ist immer eine feine Sache, vor allem gegen Geschütze. Aber ich habe das Geschütz nicht gesehen, ist das Problem. Also bin ich einfach mal eine Runde weitergegangen. Und habe ins Nichts geschossen. Dann habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht eine ganz gute Idee, jetzt mal da oben zu dem Geschütz zu gehen. Und das für unsere Zwecke zu nutzen. Das Problem ist, ich habe halt nicht bedacht, dass da hinten ein zweites Geschütz steht. Was uns jetzt eiskalt weggebombt hat. Also, tja, das geht jetzt echt. Das dürfte jetzt wahrscheinlich noch bis zum Ende der Folge so weitergehen. Also, die Sequenz hat mich echt fertig gemacht. Christian hat sich natürlich in den Arsch abgefreut, dass der das jetzt hier gerade nicht spielen musste. Verständlicherweise. Und direkt wieder gestorben. Tja, so geht's dann. Ja, schön ins Wasser gerollt. Ich muss jetzt, während ich jetzt hier nachsynchronisiere, habe ich so ein breites Grinsen auf den Lippen, weil ich gerade kurz pausiert habe, um die Kommentare zu unserer Minecraft-Folge zu lesen. Und das ist so awesome. Oh, da haben wir einen Headshot verteilt. Ich weiß nicht, warum ich mir die Schrotpistole geholt habe. Ich glaube, das war nicht gerade die klügste Idee. Echt? Ist einer? Sehe ich den? Sehe ich den? Nein, ich renne einfach dran vorbei. Alles klar. Einfach eine Runde schwimmen. Den Schüssen irgendwie versuchen auszuweichen. Und in der Ecke hängen bleiben. Verdammter Vorsprung. Bam! Bam! Okay, das interessiert den Menschen wenig. Wieso wirft er jetzt eine Granate? Der steht nicht so weit von uns entfernt. Oh Gott. Oh, und dann habe ich auch noch versagt bei dem Quicktime-Event. Und jetzt sterbe ich gerade hart. Gut, wundert mich eh nicht. Das ist nämlich mit Sicherheit nicht der letzte Versuch, den wir jetzt hier machen. Spoiler Alert! Ich frage mich nur gerade, wie wir jetzt sterben. Das ist das Spannende für mich aktuell. Nicht, ob wir es schaffen, sondern wann wir sterben. Komm, Vergangenheits-Speed. Beeil dich mal ein bisschen. Ich weiß, du wirst eh verrecken. Ja, der Typ da oben hat sich natürlich schnell verpinkelt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Der Granatwurf natürlich. Der war natürlich genial. Und da sind wir gestorben. Das war schade. Das war jetzt hier nicht allzu spektakulär. Here we go again. Der Frust kommt schon so langsam durch. Wir machen Anfängerfehler. Das ist ähnlich wie bei Dark Souls. Wo man einfach irgendwann an einer Stelle stirbt, wo man denkt, so eine Wichse. Und dann versucht, zu der Stelle durchzurushen. Und dann auf dem Weg dahin hart krassen Scheißfehler macht. Und einfach an irgendwelchen Noob-Gegnern versagt. Aber wir haben, glaube ich, gerade zum ersten Mal herausgefunden, dass bereits an dieser Stelle eine RPG auf uns wartet. Beziehungsweise beim letzten Mal. Was uns natürlich nicht hilft, wenn wir nur beschießen. Aber da war es gerade wieder. Granaten werfen und sterben. Ich finde es so witzig, wie die da einfach über die Schiffe springen. Da durch die Gegend. Der Granatwurf war nicht schlecht. Und ich... Ah, ich bin da hingerannt, um die zurückzuwerfen. Nice. Hätte ich mir gar nicht zugetraut. Das Problem ist, es reicht ja wirklich schon, wenn wir auch versuchen, auf einen zu schießen. Und der andere... Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich versagt, die zurückzuwerfen und bin daran gestorben. Ja, das kommt davon, wenn ich versuche, hier irgendwie tolle Scheiße zu machen. Und here we go again. Wie üblich. Ein Schuss nach oben. Und jetzt will ich da versuchen, Gegner abzuschießen. Was sehr, sehr angenehm ist, wenn man da jetzt ein bisschen Ruhe hat. Das hätten wir ruhig ein bisschen früher ausführen können.
Ne, jetzt habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Dann haben wir jetzt auch die Zeit und die Möglichkeit, das andere MG auszuschalten. Ich weiß jetzt nicht so genau, warum ich das nicht auch mit der RPG gemacht habe. Das ist mal wieder typisch, im Eifer des Gefechts macht man halt Fehler. Das ist sowieso so, das müsst ihr euch mal bitte dabei denken. Man stellt sich in LPs notgedrungen dämlich an. Und ganz ehrlich, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das bei den meisten von euch ebenfalls wäre. Auch ohne LP. Also bei mir wäre es genauso auch ohne LP. Also im Eifer des Gefechts merkt man manchmal gar nicht, was man für blöde Entscheidungen trifft. Das sieht man dann erst, wenn man sich das im Nachhinein nochmal anschaut. Das will ich damit eigentlich sagen. Und das haben wir auch häufig, das haben wir spätestens gelernt, als wir noch so viel Modern Warfare gespielt haben. Das haben wir immer 2-on-2 gespielt, Modern Warfare 2. Das haben wir jeden Abend gezockt bis zum Erbrechen. Und wenn einer aus dem Team stirbt, das war unsere Einstellung, kann dem anderen zuschauen. Das war unsere Standardeinstellung. Manchmal war unsere Einstellung auch, dass er allen zuschauen konnte, aber das war nur manchmal so. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dass derjenige, der zuschaut, der unwahrscheinlich viel mehr sieht, als derjenige, der selber spielt, der gerade unter Druck steht, der die Entscheidung trifft. Weil wenn man nur guckt, dann sieht man Gegner erstens viel früher, man sieht welche irgendwie viel schneller, die irgendwie durch das Bild huschen am Rand oder so. Es ist wirklich so. Und das kommt bei einem Let's Play natürlich dabei. Ne? Also es ist sehr, sehr einfach, das zu kritisieren, was wir hier gerade machen, weil es objektiv gesehen tatsächlich ziemlich dämlich ist. Aber wie gesagt, im Eifer des Gefechtes passiert das nochmal. Und da kommt natürlich noch dazu, dass wir jetzt gerade theoretisch reden müssen. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass wir hier gerade ziemlich hart das Maul halten. Außer vielleicht Christian, der sich über mich lustig macht. Aber ich bin so konzentriert bei der Sache, weil mir das jetzt schon hart auf den Sack geht, dass ich nicht vorankomme. Der Durchlauf sieht gar nicht so mies aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der richtige Finale ist. Na guck, da bin ich so angepisst, dass ich sogar Raketenwerfer nehme, um normale Gegner zu töten. Ja genau, und dann stelle ich mich daran und rieche mich tierisch darüber auf, dass nicht mal irgendjemand von meiner Flinte auftaucht, von den Millionen Gegnern, die da noch auf der Karte warten. Und dann werde ich natürlich von hinten angegriffen. Aber wenigstens geht der Nahkampf einigermaßen gut. Wie viele Schläge die aushalten, ey. Als wenn es trainierte Boxkämpfer wären. Aber dann nehme ich wieder das harte Geschütz, aber wieder gerade nichts im Bild gehabt. Und da hinten sind die Gegner. Ja, und ich schieße erstmal zweimal hart daneben. Und dann denke ich mir, glaube ich, wieder, ich könnte mir doch das Geschütz nehmen. Das Schlimme bei dem Geschütz ist, man hat eigentlich so ein Schild, trotzdem kriegt man hart aufs Maul. Ich glaube, ich sterbe jetzt wieder. Ja, ich sterbe jetzt wieder. Das mit dem Geschütz war keine besonders gute Idee. Leider. Ich finde das echt gemein eigentlich, weil wenn wir auf das Geschütz schießen mit normalen Waffen, dann passiert überhaupt nichts. Aber wenn wir an dem fucking Geschütz stehen, dann sterben wir sofort. Was jetzt dadurch erklärt werden könnte, dass der Gegner, der uns getötet hat, vermutlich eine etwas erhöhte Position hat als wir. Scheiße, das, was ich in den letzten zwei, drei Folgen geredet habe, die Menge davon, ey. Wenn wir das jetzt während des Let's Plays aufgenommen hätten, das hat überhaupt gar keinen Vergleich. Viel weniger, während wir tatsächlich selber spielen. Ob das so eine gute Idee ist, da stehen zu bleiben. Ist ja mal vielleicht auch gar kein so blödes Format. Müssen wir mal drüber nachdenken. Ohne Kommentar während des Spielens aufnehmen und dann nachher aufnehmen, wenn man es gespielt hat und sich darüber lustig machen, wie blöd man war. Beziehungsweise versuchen, ein bisschen Hintergrund von